Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam 10 Instagram-Accounts an. Viel Spaß! Ich hatte heute Morgen die grandiose Idee, ein neues Format hier auf YouTube mal einfach auszuprobieren, habe über Instagram Stories gepostet. Leute, die ersten 10 Instagram-Accounts, die mir so ein Fuchssymbol schicken, die schaue ich mir dann in diesem Video bei Instagram an und gebe Feedback zu deren Accounts, zu deren Feed. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren und direkt auf mein Smartphone gehen und schauen, was für Nachrichten ich so bekommen habe. 15 Nachrichten sind da, wie gesagt, die ersten 10. Kann auch sein, dass irgendwas Privates dazwischen ist, dann muss ich es vielleicht rausschneiden, aber ich fange einfach mal ganz unten an und da wäre Randall Photography. Und okay, hey, es ist eine Katze und kein Fuchs, aber ich will mal nicht so sein. Wir sehen erstmal so, okay, Photographer, Landscape, Nature and Portrait. Okay, Portrait kommt an dritter Stelle, weil ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte mir so, habe ich nicht gerade irgendwas von Landscape and Nature gelesen? Sehe aber viel, viel mehr Menschen auf den ersten Blick. Aber was ich sehe, gefällt mir bezüglich der Landschaften erstmal viel besser. Man merkt da, dass du dich mit Landschaften, mit Architektur viel länger schon auseinandersetzt als mit Menschen. Das beruhigt mich so ein bisschen, weil ich einfach auch wieder merke, es gibt sehr unterschiedliche Bereiche in der Fotografie und nur weil man Landschaften fotografieren kann, heißt das nicht, dass man automatisch Menschen fotografieren kann. Das Bild catcht sofort meine Aufmerksamkeit, habe ich schon öfter irgendwie so gesehen, trotzdem ist das eine sehr, sehr schöne Lichtstimmung, die du da eingefangen hast. Und ich finde auch bei den Landschaftsbildern, das Bild kommt mir sehr bekannt vor, ich glaube, das habe ich schon mal re-gepostet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch geschrieben habe, dass es eine sehr, sehr beruhigende Wirkung auf mich hat. Und dieses Bild finde ich wirklich toll. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ich glaube, vor allem in der Landschaftsfotografie kann man schnell dazu neigen, Bilder zu überarbeiten, zu übertreiben mit dem Klarheitsregler, mit dem Sättigungsregler, mit dem Schatten- und Lichterregler. Das sehe ich bei dir nicht. Auch das hier hat eine ganz andere Stimmung, etwas kühlere Stimmung. Bei den Landschaften und Lichtern, wie du die einfängst, das ist schon echt, finde ich, super, super schön. Auch hier das mit der Boje, dieses Goldene in dem blauen Orange-Stil. Wir haben die Komplementärfarben, ein sehr, sehr cooles Bild. Bei den Porträts bin ich ganz ehrlich, ich finde sie viel, viel langweiliger von der Lichtstimmung als deine Landschaftsbilder. Die Porträts, die ich bis hierhin sehe, das finde ich irgendwie ganz cool, ein tolles Licht. Hier auch mal nachts was ausprobiert. Ist eine schwierige Lichtsituation. Hier etwas mit Ganzkörper. Man sieht auf jeden Fall, dass du dich in der Landschaftsfotografie viel besser heimisch fühlst als in der People-Fotografie, was überhaupt nicht schlimm ist. Deswegen weißt du ja genau, wo deine Baustelle noch ist und wo du noch einiges nachzuholen hast. Ich wünsche dir viel Spaß in der People-Fotografie. So, schauen wir uns mal den nächsten Account an. TS1000 hat mir einen Fuchs geschickt. So, wenn ich das mir hier so anschaue, sieht das erstmal mega, mega cool aus. Ich finde allein schon dieses Bild hier ziemlich cool. Und das beweist auch mal wieder, dass es voll in Ordnung ist, mitten in der Mittagssonne fotografieren zu gehen, weil solche coolen Kontraste mit Schatten und Licht und dann auch mit einem Streifen von, mit einem Zebrastreifen, diese Kontraste gefallen mir in dem Bild unglaublich gut. Wir haben hier ja so Street Photography, urbane Fotografie, ein cooles Porträt, würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie so Fashion-Fotografie vielleicht. Cooler Hintergrund, tolle Pose, einfach mal was gewagt. Finde ich super, auch hier tolle Farben, kann gar nicht meckern, hat so ein bisschen klar Clip-Skills-Style, so mit dem Make-up, aber es sieht cool aus. Also wenn ich das jetzt auf das hier so beschneide, wow, sieht mega, mega cool aus. Auch cooles Licht. Der Blick ist mir ein bisschen zu starr, das ist das Problem, weil ich manchmal auch bei Models, dass ich sage immer, ey, fixier, jetzt kriege ich natürlich einen Anruf. Ich gehe mal ganz kurz ran. Jo, Basti, was geht? Ja, ich nehme gerade ein YouTube-Video auf. Ja, genau. Perfekt. Okay, cool. Alles klar. Bis dann. Ciao. Das Problem habe ich öfter selber auch, dass Models auf einmal so einen starren Blick entwickeln. Oft sage ich, schließ doch mal die Augen oder fixiere wirklich einen Punkt an oder verfolge mal einen Punkt. Aber wenn man einfach so ins Leere blickt, ja, so wie ich gerade tue, dann merkt man das irgendwie. So, ja, cool, cool. Mal eine ganz andere Perspektive. Tolle Farben, tolle Bildbearbeitung, auch nicht übertrieben. Finde ich cool. Gefällt mir sehr gut. Okay, dann schauen wir uns den nächsten an. Hochzeitsabenteuer. So, Kai. Der ein oder andere kennt Kai vielleicht von einem Fotobattle, extra damals aus Stuttgart zu mir runtergekommen nach Bielefeld. Und ja, Kai habe ich schon öfter erwähnt. Seine Bilder sind einfach unglaublich schön. Er hat einen tollen eigenen Look kreiert, den man auch hier auf den ersten Blick sehr gut sehen kann. Etwas moody, etwas dunkler gehalten, nicht so knallig.
Und was soll ich sagen, auch die Bilder sind einfach toll. Sowas hier, also da muss ich gar nicht viel sagen, das sind unglaublich schöne Bilder. Hier, das war das Engagement-Shooting von den Pärchen da oben. Oder es sind einfach Models. Kann auch sein, dass es ein Style-Shoot gewesen ist. Auch sehr, sehr schön. Die Hand ist ein bisschen komisch vielleicht, sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen creepy. War vielleicht so gewollt, weil als ob die Hand von irgendwo kommt. Sie hätte sie auch ruhig unten lassen können, fände ich vielleicht cooler. Das Tattoo ist mega, auch sehr, sehr schön. Auch hier, es macht mir Spaß, immer mit dem Smartphone so Frames zu bilden. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Hammer. Was haben wir noch? Coole Bilder. Oder hier, auch dieser Frame. Wie cool ist das denn? Das macht Spaß. Nee, sehr, sehr cool. Genau, ich muss ein bisschen schauen. Das Bild feiere ich sowieso. Finde ich mega toll. Was für ein hübsches Model einfach. Und dann mit dieser Rose kombiniert, mit ihren tollen blauen Augen. Ich muss mal schauen, dass ich in der Zeit bleibe und doch nicht so lange bei jedem Account verweile. Aber wie viele haben wir? Haben wir mitgezählt? 1, 2, 3. Jetzt kommt der vierte von Nora. Model. Wir haben hier viele Schwarz-Weiß-Bilder. Wir haben hier ein Video. Ich schaue das einfach mal an. Okay, da war Nora vielleicht. Wenn mir jemand sagt, du verbringst zu viel Zeit mit Instagram. Richtig cooler Blick. Ansonsten haben wir viele Schwarz-Weiß-Bilder. Auch sehr cool, sehr zeitlos. Wirkt irgendwie so, könnte ein bisschen älter sein oder so. Das Video auch gezeichnet. Wow, cool. Cooler Blick, starker Blick. Ah, hier während dem Shooting oder so. Auch nicht schlecht, als Model einfach ein bisschen Videomaterial zu haben. Vom Making-of sozusagen. Hat man viel zu wenig. Also jeder, generell jeder, könnte viel mehr Videos auf Instagram posten. Und nicht nur in den Stories, auch mal gerne in den Beiträgen. Na, das Bild finde ich mega cool. Das frame ich auch sehr gerne hier auf meinem Smartphone. Finde ich super. Sehr, sehr schöne Bilder. Farbe gibt es hier auch auf jeden Fall ein paar. Und da fällt mir das hier sofort auf, so ein bisschen Lara Croft-Style. Mega, cooles Outfit, tolle Location-Wahl. Und das hier natürlich wegen den Linien auch sofort. Voll Lara Croft, voll cool. Und das hier, das finde ich mega. Wow. Habe ich aber, glaube ich, schon mal geschrieben, dass ich das echt toll finde. Auch tolles Bild. Wenn ihr denkt so, ja, warum findest du denn die Bilder toll? Weil die einfach anders sind. Weil die nicht Bilder sind, die ich schon jedes Mal gesehen habe auf Instagram in tausendfacher Ausführung. Sondern immer wieder was Neues. Einfach ausprobieren. Und ich will nicht sagen, dass meine Bilder total anders sind oder total neu. Ich mache nicht solche Bilder. Deswegen finde ich es immer spannend, wenn andere solche Bilder machen. So, schauen wir uns den nächsten Account an. Bonifilm. So viel Street, viel urbanes Zeug. Auch das habe ich letztens erst, glaube ich, gesehen. Das fand ich mega. Das ist der Bahnhof, wo ich ganz oft halt aussteige jeden Morgen. Und das hast du richtig cool gesehen. Und richtig toll eingefangen auch. Oder sowas hier. Ich glaube, man hat einen Spot und dann wartet man einfach, bis jemand durchläuft. Oder hier auch sehr cool. Cooler Frame. Einfach mal durchfotografiert. Ich liebe es, durch Sachen durchzufotografieren. Genau, hier hat das, glaube ich, eine Reihe ergeben, die drei Bilder. Das ist immer so ein Ding, ja. Ich sehe das bei ganz vielen Leuten, die versuchen immer so eine Dreier-Sache zu machen und dann postet man ein Bild und dann denkt man so, oh Mann, eigentlich ist das mein Lieblingsbild, aber ich muss jetzt noch zwei weitere posten, damit diese Reihe wieder stimmt. Ich persönlich, habe jetzt auch eine Struktur, immer ein Bild, immer ein Video so, aber macht euch da gar nicht so viel Kopf, wie die Struktur sein soll. Ich finde, heutzutage haben viele Instagram-Accounts ähneln schon einer Homepage oder einer Landingpage, anstatt einfach zu posten, was man eigentlich so macht. Es gibt ja richtige Collagen, die stehen dann einmal da, sind aber schade, dass nicht dann... Also ich glaube, man macht sich einfach viele Gedanken darüber, was poste ich als nächstes. Und das sollte es, glaube ich, auf Instagram nicht sein. Es sollte Spaß machen, Sachen zu posten. Nee, sehr cool, auch die Bilder hier mit dem Rahmen und so. Sehr schön gesehen, bis viel im Bielefeld unterwegs. Das ist auch sehr cool gesehen. Ja, cool, voll gut. Finde ich super. Coole Blickwinkel. Ich selber bin schon 1000 Mal durch Bielefeld gelaufen, aber immer wieder entdeckt man was Neues. Auch das Bild finde ich super toll. Cool, auch ein paar in Farbe. Super, finde ich gut. So, mein guter Freund Clipskills natürlich. Ah, muss ich auch mal wieder machen. Ah, okay. Er hat mir keinen Fuchs geschickt. Ich nehme das jetzt mal trotzdem als Fuchs wahr und kann euch gerne so ein paar Bilder zeigen. Ich meine, jedes Bild ist irgendwie einfach einzigartig und er tobt sich da kreativ aus. Wir haben auch gemeinsam ein Videotraining aufgenommen, was bald hoffentlich online geht. Wir müssen noch ein paar Sachen abdrehen und dann zu Ende schneiden. Dann sind wir aber ready. Genau, mit Willi durfte ich letztens auch shooten. Sehr, sehr cool. Mit Kirsten durfte ich auch schon shooten beim Fotobattle. Tolle Farben. Wow, was für ein Blick. Auch mal ganz andere Farben, ganz andere. Einfach, er probiert einfach so viel aus und das finde ich so cool an der Fotografie. Weil die Grenzen setzt ihr euch selber. Und das ist natürlich das Coole an einem Studio, in dem man wetterunabhängig ist, tageszeitenunabhängig.
wo man machen kann, was man will, wann man will. Tolle Bilder, auf jeden Fall diesen Account gerne auschecken und dranbleiben. Das ist auch einfach ein unglaublich tolles Bild. So, haben wir hier einen Fuchs von Theo MZB, Fotograf aus Bielefeld. Es ist sehr bunt, es ist sehr dunkel und du probierst einfach verschiedene Sachen aus. Finde ich gut. Hier auch mal was anderes einfach. So, genau. Viele Bilder wirken wie das hier nicht wirklich bearbeitet. Kann auch sein, dass es mit einem Smartphone entstanden ist. Aber selbst mit einem Smartphone gibt es ja viele Apps, wo man noch echt was Schönes aus den Bildern rausholen kann. Und so ein Video werde ich auch demnächst machen. Meine 5 Lieblings-Apps für Fotografen. Aber das Bild zum Beispiel, also da, ich nehme mir mal einfach mal die Zeit und wir versuchen es mal. Weil an sich die Idee in der Pfütze so einen Gang da reinzusetzen, glaube ich, ist ja an sich nicht schlecht. Finde ich super. Wir gehen einfach mal kurz in Snapseed rein. Ich öffne mal das letzte Foto, was ich hier gemacht habe. Und wenn man hier so auf ein paar Tools zum Beispiel zurückgreift, kann man ja schon aus einem ganz normalen Foto ein richtig cooles Bild machen. Wir nehmen mal diesen Look hier. Wir gehen mal in die Feinabstimmungen. Dann machen wir es auf jeden Fall ein bisschen heller. Ein bisschen mehr Kontrast rein. Die Sättigung kann auch ruhig sein. Sind schöne Farben drin. Ambience hoch, Spitzlichter müssen wir mal ausprobieren. Doch, kann man auch ein bisschen hoch machen. Okay, wir wollen es ein bisschen moody halten, können wir auch so. Schatten brauchen wir, können wir ein bisschen dunkler ziehen. Und vielleicht ein bisschen wärmer brauchst du auch nicht. Vielleicht so ein bisschen. Und wenn wir das jetzt bestätigen und einfach draufhalten, dann sehen wir, wie es vorher aussah und nachher. Ist nicht viel, aber so, das reicht ja manchmal schon, um einfach so ein bisschen noch was aus dem Bild rauszuholen. Genau, aber ansonsten viele verschiedene Bilder. Du bist ständig mit der Kamera unterwegs. Das finde ich gut. Und das hier finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Coole Idee, sehr cool umgesetzt. Okay, kommen wir zu den letzten beiden Accounts. Ja, Dennis habe ich auch persönlich kennenlernen dürfen. Toller, toller Fotograf, der hier vor kurzem in New York unterwegs war. Spiele festhält, was für ein krasses Licht. Tolle Fotos in New York unterwegs gewesen. Also das ist jemand, der weiß einfach, wie die Kamera funktioniert, wo man die besten Bilder machen kann. Sehr, sehr cool. Sehr netter Fotograf, auch ein toller Hochzeitfotograf. Wow, tolle Farben, tolles Model. Mega. Oder sowas hier. Sowas muss ich auch mal machen. Ich war so gut wie noch nie nachts unterwegs mit der Kamera. Auch das finde ich einfach super spannend. Ich liebe sowas. Sehr, sehr cool, Dennis. Kommen wir zu den letzten zwei Accounts. Einmal Joahua, People-Fotografie anscheinend. Oh, nicht immer, okay, auch mal Häuser, auch mal durch die Stadt und so. Auch mal einfach ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wow, das sieht cool aus. Also solche Marken wie da unten würde ich... Okay, das ist dein Wasserzeichen. Okay, ich selber bin null Freund von Wasserzeichen. Null. Ich finde Wasserzeichen, je nachdem wie die aussehen, können Bilder echt kaputt machen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Angst habt, dass eure Bilder geklaut werden könnten... Ich glaube, es gibt bei mir YouTube-Videos in türkischer Übersetzung, die irgendwo laufen. Also, sehr cooles Bild. Viele coole Bilder. Ich bleibe jetzt nicht bei jedem stehen, aber auch hier was mit Lichtmalerei. Wow, auch einen sehr coolen Blick eingefangen. Hat was. Was haben wir noch? Ich finde die oben natürlich, man sieht, dass du oben schon länger fotografierst. Tolle Bilder. Cooles Porträt auch. Schönes Licht. Ja, auch das hier sehr spannend. Tolles Model. Sehr, sehr schön. Finde ich gut. Bist auf einem richtig guten Weg. Und das hier ist echt mein Favorite, ey. Ich würde es mir als, wenn das mein Sohn wäre oder so, hätte ich mir das sofort als Hintergrundbild gemacht. Finde ich mega cool. Okay, kommen wir zum letzten Account, den wir uns anschauen von Shizzlephoto. Okay. So, wir haben hier ein bisschen Video. Aha. Pinatas nennt man die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das die von Fortnite oder so sind. Aber hier ein sehr schönes Bild. Sehr schöne Stimmung. Und das, da ist auch wieder so wichtig, Leute. Wo macht ihr das Foto? Was hat das Model an? Woher kommt das Licht? Und das passt hier alles im Bild. Finde ich sehr schön herbstlich. Das ist ein Selfie wahrscheinlich. Hallo? Auch nicht schlecht. Sich ein bisschen Mühe auf jeden Fall gegeben beim Zubereiten. Mit ein paar coolen Effekten. Tolles Model, toller Blick. Gefällt mir sehr gut. Oh, auch nicht schlecht. Zweites Mal nach rechts. Ja, cool. Das ist das Schöne an der Fotografie. Einfach rausgehen an die frische Luft und Bilder machen. Und ihr könnt niemanden nachmachen, weil so wie ihr die Welt seht, sieht sie kein anderer. Ein sehr schönes Bild. Wow. Sehr, sehr interessant. Auch sehr cool. Ja, viele tolle Bilder, viele tolle Accounts. Das soll es gewesen sein.
Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen. Lasst gerne in den Kommentaren da, ob ihr euch solche Formate öfter wünscht. Fazit von dieser Folge: Macht euch nicht zu viele Gedanken und euch selber verrückt, was ihr postet auf Instagram, weil es unbedingt eine gewisse Struktur folgen muss, gewissen Look haben soll. Wenn euch das Format gefallen hat oder noch besser inspiriert hat, motiviert hat, selber rauszugehen und Bilder zu machen, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.